Hallo Zielgruppe, willkommen zu einem weiteren neuen Video hier bei Games Planet. Ich möchte euch heute zeigen das Rollenspiel Pillars of Eternity 2 Deathfire. Das gute Stück ist erst gestern Abend erschienen und jetzt schon mehrfach ausgezeichnet worden. Ich bin wirklich gespannt, ihr hoffentlich auch. Made a nice story. You fixing up that old keep? Lifting the curse? Must have told it 100 times. But something got to gnawing at me. Thinking the spirits there weren't really at rest. I used to dream that when my God came back, he would forgive us. That's the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up. Das war die Vorgeschichte in Kurzform. Das eigentliche Spiel beginnt damit, dass ihr schiffbrüchig seid und euren Kahn erstmal reparieren müsst. Außerdem braucht ihr neue Crewmitglieder, weil nur wenige eurer Kollegen nicht abgesoffen sind. You're looking better, Casita. That, or I'm worse off than I thought. Then suppose you're here to help. Pillars of Eternity 2, das ist ein Rollenspiel alter Schule. Das versteht ja heutzutage keiner mehr. Ich sag's auf Deutsch, es ist ein Oldschool RPG. Natürlich, und das darf man nicht vergessen, baut ihr euch erstmal einen Helden und ich zeige euch hier im Schnelldurchlauf, was denn der Charaktereditor so kann. Richtig geil finde ich übrigens eine Pose, also die Animation dazu. Da würde man wahrscheinlich sogar bei Heidi Klum ein Foto für kriegen. Schaut euch das mal an, ich sag nur tü 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 tü. Bei den Stichworten Oldschool und RPG muss ich noch erwähnen, dass das Spiel so in Richtung Baldur's Gate und Planescape Torment geht. Das sind ja Klassiker und die waren letztlich natürlich auch die Vorbilder. Das war ja schon beim Vorgänger so und der hat ja weltweit unfassbare Wertungen bekommen. Internationaler Notendurchschnitt 89 von 100 Punkten. Teil 2 hat auch schon einiges eingetütet. Die GameStar gibt 92 von 100 Punkten und 2 Awards. Und bei Gameswelt gibt es 4 Awards. Ich sage es normal, 4 Awards von Gameswelt. Ich wiederhole mich, 4 Awards von Gameswelt in Worten 4 V-I-E-R. Und damit es wirklich jeder gehört und begriffen hat, 4 Awards von Gameswelt. So, ich bin jetzt über die Weltkarte gereist und in der ersten Stadt angekommen. Und was kann man da unter anderem machen? Man kann zum Beispiel Mitstreiter und Mitstreiterinnen, so viel Zeit muss sein, für sein Team gewinnen. Und die Gruppe, die kann dann letztlich aus bis zu 4 Charakteren bestehen. Das hier ist jetzt mein lustiges Quartett nach ungefähr, ich schätze mal, 2 Stunden Spielzeit. Außerdem wisst ihr jetzt auch gleich, wie das Inventar aussieht. Ein paar Worte zum Kampfsystem vielleicht noch. Pillars of Eternity 2 ist insgesamt sehr, 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 ich möchte fast sagen, sehr komplex. Mich hat es am Anfang ein bisschen überfordert. Aber wir wissen natürlich auch, dass sich Rollenspieler gerne in sowas reinfuchsen. Und ja, 5 Schwierigkeitsgrade gibt es, insofern auch nicht schlecht. Und beim Kampf selber könnt ihr auch pausieren. Ist zwar Echtzeitkampf, aber Pausetaste, sehr gut. Hier haben wir dann noch eine Besonderheit, und zwar wenn euer Schiff wieder fährt, ja, dann habt ihr das als mobile Basis und dann müsst ihr das aber auch verwalten. Das heißt, ihr müsst Crewmitglieder einstellen, ihr braucht Verpflegung, ihr braucht Medizin und dann könnt ihr das Schiff auch verbessern mit besseren Segeln zum Beispiel oder einem stabileren Rumpf, wenn es dann zu Seegefechten kommt. Ja, und mit dem Schiff, da reist ihr dann auch von Insel zu Insel. Natürlich erkundet ihr nicht nur das Meer und Inseln, sondern ganz klassisch geht es immer wieder in Dungeons, wo es das eine oder andere zu holen gibt. Und falls ihr euch die ganze Zeit schon fragt, warum mir ständig ein Löwe hinterherläuft, ich bin ein Waldelf, ja, und der kann sich einen Begleiter aussuchen, tierischer Art. Hier haben wir jetzt nochmal einen Blick auf die erste Stadt. Da kann man sich ganz gut orientieren mit der Karte.
Und was macht man in der Stadt auch sehr gerne? Man geht natürlich shoppen, das ist bei Rollenspielen ganz wichtig. Und zwar nicht nur, wenn es um Schuhe geht, liebe Frauen, sondern vor allen Dingen halt um Ausrüstung. Und da gehen wir gerade zu einem Händler. Swords, Shields, find them here. Gleich nach der Einkaufstour zeige ich euch eine Beispielmission, die man auf verschiedene Arten lösen kann. Es geht darum, dass man in einem Gasthof ankommt und ein Zimmer mieten möchte. Es ist aber dummerweise keins frei, also habe ich einfach andere Gäste gewaltsam rausgeekelt. I've got a spare key here. You chase him and his pals off and the room's yours. At a discount. Solche Kämpfe wie die hier, das ist natürlich klar, sind Aufwärmübungen. Es gibt sogar riesige Drachen und angesichts der Tatsache, dass das Spiel schon jetzt überall mit Gold überhäuft wird, kann man ja quasi sagen, dass Pillars of Eternity 2 Drachengold für Feinschmecker ist. Drachengold, versteht ihr? Ein Wortwitz, der musste jetzt sein, der musste jetzt sein. Entschuldigung. Come on, you lot. We're leaving. Was macht an Rollenspielen auch saumäßig viel Spaß? Natürlich die Helden hochzupäppeln und das mache ich hier gerade nach einem Levelaufstieg. Ihr seht außerdem den Fertigkeitenbaum. Für mich ist das eigentlich kein Fertigkeitenbaum, sondern ein Fertigkeitenwald. Da seht ihr zumindest nochmal im Ansatz die Komplexität des Spiels. Was gibt's abschließend vielleicht noch Wichtiges zu sagen? Die Spielzeit vielleicht, ja, also angeblich braucht man für die Hauptstory um die 40 Stunden und dann kommen noch die ganzen Nebenmissionen dazu. Und in Sachen Vielfalt kann man noch erwähnen, dass es zum Beispiel alleine 10 Berufe gibt. Barbar, Sänger, Medium, Druide, Kämpfer, Mönch, Paladin, Waldläufer, Schurke und Zauberer. Es heißt ja nicht umsonst Augen auf bei der Berufswahl. In der Szene seht ihr zum Beispiel, warum ihr unbedingt jemanden dabei haben solltet, der Fallen entschärfen kann. Mit meiner Dilettantengruppe, ich wäre fast verzweifelt. Ja, das ist furchtbar gewesen. Damit wäre ich dann durch für heute. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt ciao ciao und lege euch noch die Schlussszene ans Herz. Die zeigt, dass das Spiel zwar freundlicherweise eine automatische Kampffunktion hat, da freuen sich Einsteiger drüber, dass man sich aber nicht darauf verlassen sollte, wenn der Gegner zu viele Muckis hat.